Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Was verbirgt sich hinter meiner Haupttätigkeit als Interimmanager und Projektleiter? Das möchte ich Ihnen anhand von ein paar Beispielen kurz darlegen. Wenn KMUs an ihre Kapazitätsgrenze stoßen, dann wenden sie sich in gewissen Branchen, ist das heute schon üblich, an einen externen Dienstleister. Dort können sie diese Ressourcen, das können sein zeitliche Ressourcen, Fähigkeiten, Know-how, Erfahrung, Netzwerk, für eine bestimmte definierte Zeit ins Haus holen. Glauben Sie mir, es wird Ihren Kunden nicht auffallen, dass Sie es mit einem Interimmanager zu tun haben. Ein professioneller Interimmanager vermittelt ein Wir-Gefühl und ist nicht vom Stammpersonal zu unterscheiden. Beispiele, wo ich immer wieder und hoffentlich auch in der Zukunft in Firmen geholt werde, erstens wäre mal HR Business Partner. Gerade Firmen in einer Wachstumsphase müssen immer wieder Schlüsselpositionen besetzen. Diese Aufgaben bleiben meistens am Geschäftsführer oder Inhaber hängen, weil in dieser Phase hat das Unternehmen noch keinen eigenen Personalchef oder Personalabteilung. Daher komme ich an Bord und unterstütze den Inhaber oder Geschäftsführer mit einem professionellen Recruiting-Prozess. Vom Recruiting über das Onboarding bis zur Teambuilding, je nach Bedarf in dem Unternehmen. Ein weiterer Fall wäre das New Business Development. Hier geht es vor allem darum, dass ich Unternehmen unterstütze, neue Märkte zu betreten oder neue Produkte zu lancieren. Natürlich nutze ich hier mein hervorragendes Industrienetzwerk in der Dachregion. Ein anderer Bereich, ein dritter Bereich wäre die Neukundengewinnung. Da geht es vor allem um die klassische Akquisition von Neukunden im technischen B2B-Bereich. Ich fungiere da sehr oft als Türöffner für Geschäftsführer, damit sie in einem Termin diese sehr erklärungsbedürftigen Produkte den Profis vorstellen dürfen. Das kann von Maschinensoftware über Steuerungstechnik, Automatisation bis hin zu Metallverarbeitung und Maschinenbau reichen. Letztes Beispiel möchte ich Ihnen erwähnen. Ich war jetzt mehrere Monate auch im Einsatz als Projektleiter für ein Entwicklungsprojekt im automotiven Bereich. Also Sie sehen, die Spannbreite ist hier sehr groß. Und wenn das für Sie interessant ist, nehmen Sie einfach Kontakt mit mir auf. Ich freue mich. Bis dann. Auf Wiedersehen.